Nachdem ich im letzten Video mein Mail-Client von Thunderbird zu Evolution Mail geändert habe, würde ich jetzt mir mal den Browser genauer anschauen. Kleiner Spoiler vorweg, der Browser wird jetzt nicht geändert, ich werde also bei Firefox bleiben. Trotzdem werde ich ein paar Einstellungen vornehmen, die vielleicht auch für dich interessant sein könnten. Los geht's nach dem Intro. Das erste Offensichtliche, was mich hier stört, ist der Suchmaschinenanbieter. Standardmäßig ist bei Linux Mint und Firefox Yahoo als Standardsuchmaschine eingestellt. Erstens ist Yahoo nicht mein präferierter Suchmaschinenanbieter und zweitens ist die URL sowieso von Pi-hole blockiert. Ich gehe also in die Firefox-Einstellungen und auf der linken Seite wähle ich dann den Punkt Suche aus. Im Punkt Standardsuchmaschine kann ich nun die Suchmaschine nach Belieben ändern. Ich entscheide mich hier für die datenschutzfreundliche Variante von DuckDuckGo. Nachdem ich die Suchmaschine geändert habe, kann ich gleich mal das Ergebnis testen, indem ich einen Begriff oben in die Adresszeile eingebe. Damit wird die Suchmaschine aktiv und ich komme auf die Suchergebnisliste. Was hier als nächstes auffällt, ist, dass die ersten beiden Ergebnisse Anzeigen sind. Das bringt mich gleich zur nächsten Änderung, nämlich zu uBlock Origin, also ich installiere einen Adblocker. Um uBlock Origin zu installieren, gehe ich auf die Add-on-Seite von Mozilla. Klar, ich habe mir hier wieder geholfen mit der Suchmaschine und dort kann ich dann einfach auf zu Firefox hinzufügen klicken und die folgenden Dialoge einfach bestätigen. Ob die Installation von uBlock Origin dann erfolgreich war, kann ich rechts oben sehen. Dort sollte dann entsprechend das Logo von uBlock Origin eingeblendet sein. Wenn wir schon dabei sind, installiere ich auch gleich URL in Title. Das ist ein Add-on, das ich später brauchen werde, wenn ich KeePass nutzen möchte. KeePass kann mittels Autotype nachschauen, welcher Eintrag jetzt gerade gemeint ist und mir damit meine Zugangsdaten direkt eintippen. Manche Seiten benutzen halt nichtssagende Anmeldeseiten, wo der Titel einfach nur Anmelden heißt. Und wenn ich jetzt 5 Seiten habe, die als Seitentitel Anmelden habe, dann ist halt mein Autotype nicht mehr so effektiv. Wenn ich jetzt URL in Title benutze, wird in das Tab direkt die URL noch mit reingeschrieben. Das heißt, ich kann mein Autotype in KeePass so konfigurieren, dass er sich an der URL einfach orientiert und damit sehr genaue Ergebnisse liefern kann. Zu guter Letzt kann ich auch noch festlegen, welches Add-on im privaten Modus ausgeführt werden soll. Es macht durchaus Sinn, zum Beispiel auch uBlock Origin im privaten Modus ausgeführt zu lassen. Einfach deshalb, weil ich ja mit uBlock Origin Tracker blockieren kann und das möchte ich ja gerade im privaten Modus. Ein paar weitere interessante Einstellungen findet man im Punkt Datenschutz und Sicherheit. Es gibt hier den verbesserten Schutz vor Aktivitätenverfolgung. Ich setze den gewohnheitsmäßig immer auf streng und hatte auch noch nie irgendwelche Nachteile damit. Es gibt auch die sogenannte Do Not Track Aufforderung, die würde ich auch einfach mal auf immer setzen. Damit wird Aktivitätenverfolgung unterbunden, wenn die Webseiten sich darauf einlassen. Ein weiterer interessanter Punkt ist noch Cookie- und Website-Daten beim Beenden von Firefox löschen. Das ist ein kleines Duplikat, aber das werden wir später sehen. Da ich ja KeePass als Passwortmanager nutze, macht es für mich also auch keinen Sinn, dass ich Passwörter im Browser speichere. Wenn du Passwörter im Browser speichern willst, dann setze bitte auf jeden Fall ein Passwort, also ein sogenanntes Hauptpasswort, das verschlüsselt dann eben deine gespeicherten Zugangsdaten. Die Chronik lasse ich nach benutzerdefinierten Einstellungen anlegen. Und hier kommt das, was ich vorhin schon angekündigt habe, da haben wir eine kleine Doppelung. Ich kann nämlich einstellen, dass sobald ich den Firefox beende, bestimmte Daten gelöscht werden. Darunter auch Cookies, genau das, was ich im Grunde auch oben angeklickt habe. Wenn ich also den Firefox beende und dann nach einem Neustart vom Firefox eine bestimmte Seite wie Amazon zum Beispiel wieder aufrufe, kennt mich Amazon nicht. Für Amazon sieht das aus, als würde hier ein neuer Benutzer kommen und es ist wieder eine Anmeldung erforderlich. Das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man diese Einstellung eben setzt. Umgekehrt macht es aber auch das Nachverfolgen mittels Cookies ja quasi unmöglich. Der nächste wichtige Punkt ist noch die Datenerhebung durch Firefox und deren Verwendung. Löblich hier ist, dass hier alles ausgehakt ist. Bei der Windows-Version von Firefox ist das standardmäßig angehakt. Sehr gut hier also. Das sollte auch nicht angeklickt sein, außer du möchtest irgendwie Firefox unterstützen und deine Daten weitergeben, dann ist das auch okay. Ich nehme das hier das Ganze aber einmal raus. Bei der Sicherheit lasse ich die Haken drin. Das könnte man aber auch rausnehmen, denn bei uBlock Origin sind im Prinzip auch solche Listen dabei, die vor gefährlichen und betrügerischen Inhalten warnen und die Seite gar nicht erst aufrufen lassen.
Eine andere interessante Einstellung ist der nur HTTPS-Modus. Das ging früher nur mit Add-on, das hieß mal HTTPS Everywhere. Und jedes Mal, wenn jetzt Firefox auf eine Seite stößt, die nur mit HTTP daherkommt, prüft er auch noch, ob es die gleiche Seite nicht auch als HTTPS-Seite gibt. Das kann passieren, wenn der Ersteller der Website nicht darauf geachtet hat, dass alle Anfragen auf HTTPS umgeleitet werden. Diesen Punkt zu setzen halte ich also auch nochmal für sinnvoll. Als letztes bleibt mir jetzt nur noch die Startseite umzukonfigurieren. Das Ganze finde ich ein bisschen kurios. Die Startseite benutzt nämlich eine Suchmaschine, die enhanced bei Google ist. Standardmäßig ist allerdings Yahoo eingestellt. Die Startseite ist jetzt hier einfach von Linux Mint mit einer kleinen Google-Suche dabei. Um das Ganze umzustellen, gehe ich auf die Website von DuckDuckGo. Die möchte ich ja als meine Standardsuche haben und die würde ich dann natürlich gleich auch als meine Startseite benutzen. Diesmal gehe ich in den Einstellungen auf den Punkt Startseite offensichtlich. Hier kann ich nun benutzerdefinierte Adressen eingeben oder die Firefox-Startseite als Standard nehmen. Das gleiche kann ich auch nochmal für neue Tabs einstellen. Ich kann hier also jetzt entweder die Website direkt definieren oder bei Inhalte des Firefox-Startbildschirms kann ich nochmal festlegen, was genau angezeigt werden soll. Lasse ich hier jetzt also nur die Internetsuche stehen, habe ich quasi den gleichen Effekt. Das war's jetzt mit meinen Einstellungen zu Firefox. Jetzt bin ich mit Firefox erstmal soweit durch. Im nächsten Video werde ich dann KeePass XC einrichten. Hast du vielleicht schon entdeckt, läuft bei mir gerade schon, aber da muss ich ein paar Einstellungen setzen, die mich sonst in den Wahnsinn treiben. Wenn du das Video auch sehen möchtest, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen.